Ladies and Gentlemen, sondern einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder Abend. Willkommen zurück zu The Fang und diesmal aber mit was anderem, nämlich heißt jetzt diese Folge The Fang kocht und wir wollen heute irgendwas was anderes machen als nur Gaming, sondern auch mal heute einen Lachs machen. Einen schönen Lachs, einen gebackenen Lachs. Und mit einer schönen Panade sozusagen und das schmeckt auch relativ gut und ist auch noch gesund und ich werde euch heute zeigen, wie das geht. Also jetzt zu den Zutaten. Zuerst einmal brauchen wir Olivenöl, das findet ihr in jedem Supermarkt. Dann brauchen wir Chicken Marinade, das ist eine Flasche mit einer Flüssigkeit drin, so schwarz. Und das schmeckt auch wirklich sehr lecker eigentlich. Es ist so relativ süßlich und das macht wirklich den größten Teil unseres Geschmacks aus vom Lachs, den wir jetzt machen wollen. Und das ist auch sehr wichtig. Also ihr müsst das schon benutzen, um diesen Geschmack zu bekommen, weil es gibt wirklich keine andere Alternative. Und das würdet ihr dann in jedem Asiamarkt finden. Hoffe ich mal. Und deswegen fragt einfach mal nach einer Chicken Marinade. Aber das Ding braucht ihr wirklich für dieses Rezept und für dieses Tutorial. Dann benötigen wir Pfeffer, Salz und ein bisschen Zucker, aber wie ihr das dann anwenden müsst, sage ich euch dann im späteren Videoverlauf und natürlich ein bisschen Knoblauch. Das ist gesund und schmeckt auch ganz gut und trägt wirklich auch zum Geschmack von diesem Lachs bei. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen wichtigsten Teil, nämlich dem Lachs. Das könnt ihr dann in jedem Supermarkt kaufen und lieber Lachsfilet kaufen, weil das wirklich eigentlich nur ein Tutorial ist für Lachsfilet und nicht für andere Lachse, Arten, Lachsformen, ach was weiß ich was. Und deswegen Lachsfilet kaufen und ja. So, und jetzt kommen wir zum Knoblauch. Die Knoblauch müsst ihr wirklich sehr, sehr klein zerkleinern. Ich habe es jetzt mit so einem Zerquetscher gemacht, der das halt in ganz kleine Stücke gepresst hat, oder ihr könnt das auch, wenn ihr sowas nicht habt, dann irgendwie mit dem Messer drauf hacken oder die Knoblauchdinger mit dem Messer zu zerquetschen, könnt ihr auch mal versuchen. Also wirklich möglichst in ganz kleine Teile hinbekommen und ich würde einfach mal so 4 Knoblauchzehen verwenden, je nachdem wie groß der Lachs ist und wie viel ihr von der Panade haben möchtet, aber ich würde so um die 4 Knoblauchzehen verwenden. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Teil vom ganzen Tutorial, nämlich wie man jetzt diese Panade oder sozusagen Soße macht. Jo, dann fangen wir mal an. Also zuerst nehmen wir die Chicken Marinade, die ihr hoffentlich irgendwo in einem Asiamarkt bekommen habt, und schüttet da ein wenig hinein. Dann benötigen wir ein bisschen Pfeffer. Bei meiner Mühle würde ich einfach mal 4-5 kleine Dreher machen und bei einem Streuer einfach mal so 3-4 mal reinstreuen, dass es so schön pfeffrig aussieht, aber auch nicht zu viel. Und Salz natürlich auch nicht zu viel, aber auch so ein bisschen reinstreuen natürlich. Dann benötigen wir ein bisschen Olivenöl. Ich würde mal auch so 3-4 Teelöffel schätzen, aber das ist natürlich wieder Bauchgefühl und könnte natürlich variieren. Dann kommen wir zum Zucker. Der Zucker ist, würde ich ein bisschen reinstreuen. Jetzt wie halt im Video so eine kleine Spitze von Zucker reintun. Wirklich nicht so viel, also wirklich nur eine kleine Prise, dass der Geschmack noch ein bisschen aufgepeppt wird. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig hier mit der Soße oder Panade oder wie man das immer nennen mag. Und jetzt nehmt ihr einfach so einen Pinsel. Wenn ihr sowas nicht habt, dann einfach mal so einen Löffel nehmen und einfach mal das Ganze schön durchrühren, dass sich das Olivenöl, die Chicken Marinade, alles so durchmischt, schön ineinander umwandelt. Und dann müsst ihr auch die ganze Panade schon auf den Lachs streichen. Mit dem Pinsel geht es natürlich viel besser, aber ihr könnt natürlich auch einen Löffel oder irgendwas anderes nehmen, wenn ihr eine Alternative zu Hause in eurer Küche findet, und einfach mal so, ja, bestreichen. Was soll ich dazu noch sagen? Also wie halt im Video bestreichen und auch an den Seiten und
auf der anderen Seite natürlich, auf den Seiten und oben. Aber unten müsst ihr nicht den Lachs nicht bestreichen, also nur auf der Oberfläche. Wenn wir dann irgendwann mal mit dem Streichen von diesem Lachs fertig sind, müssen wir diesen Lachs dann für ein paar Stündchen in den Kühlschrank stellen. Aber ich habe es jetzt für nur 2 Stunden gemacht, deswegen war danach der Geschmack auch nicht so intensiv. Also je länger, desto besser. Am besten über Nacht den Lachs einlegen, also im Kühlschrank lassen. Dann zieht sich nämlich diese Panade, diese Soße dann in den Lachs rein und dann ist dieser Geschmack auch richtig intensiv und sehr krass. Aber immer den Lachs dann noch mit einer Alufolie abdecken, am besten einfach zu so einer kleinen Schachtelform und diese dann auf den Lachs drauf stülpen. Und ja, jetzt lassen wir diesen Lachs mal so bei mir jetzt 2 Stunden in den Kühlschrank und machen danach weiter. 2 Stunden später. So, nach 2 Stunden nichts tun, bin ich wieder in die Küche zurückgekehrt und habe mir diesen schönen Lachs mal angeschaut. Vom Außen sieht es jetzt nicht viel anders aus, aber ich denke, der Geschmack hat sich in den Lachs irgendwie hineingezogen und ich hoffe, dass das dann auch danach schmeckt. Und ja, wir tun das jetzt nämlich dann auf ein Backblech drauf, aber den Lachs tun wir nicht direkt auf das Backblech drauf, sondern nehmen dazu gleich die Folie. Das seht ihr aber dann gleich in den nächsten Sekunden. Wir tun den Lachs bitte nicht direkt drauf. Also ich habe jetzt im Video fast diesen Fehler gemacht, ist mir aber dann irgendwie plötzlich eingefallen, dass ich das lieber nicht machen sollte. Deswegen immer dann die Alufolie benutzen, die ihr als Decke benutzt habt. Einfach umdrehen, als eine Schachtel verwenden und dann einfach den Lachs vom Teller mit halt in diese Schachtel reinlegen, vorsichtig, und dann könnt ihr auch die restliche Soße oder Panade, die noch auf dem Teller ist, einfach mal auf den Lachs nochmal drüber streichen, dass auch wirklich alles drauf ist und das ganze kompakte Teil ist jetzt eigentlich für den Backofen ready und deswegen nehmt ihr jetzt einfach dieses Backblech dann und steckt es in den Backofen rein, aber das seht ihr dann in den weiteren nächsten Sekunden. Erst einmal würde ich diesen Backofen auf 200 Grad Celsius Umluft anmachen und erstmal vorheizen, dass es schön warm ist drinnen, und dann einfach diesen Lachs, diesen schönen Lachs kompakt in diesen Backofen zu schieben, am besten auf die mittlere oder zweitobere Schiene, und dann würde ich einfach diesen Lachs mal 20 Minuten backen lassen, und es kann natürlich mal wieder variieren, was für ein Zufall, es kann natürlich variieren, also 20 Minuten, und wenn ihr merkt, oh, da ist vielleicht noch was nicht ganz durch, dann vielleicht 30 Minuten, aber naja, am besten nicht zu trocken, weil dann schmeckt es nicht mehr so geil, also immer so 20 Minuten ist eigentlich perfekt, also bei mir war das jetzt so, und jo. Nach 20 Minuten seht ihr dann das Ergebnis. 20 Minuten später. So, nach 20 Minuten würde ich diesen schönen Lachs einfach mal entnehmen, wie ich das jetzt hier im Video gemacht habe. Einfach diese Folie dann auf so einen flachen Teller ziehen und den Backofen zumachen. Natürlich nicht vergessen, ihn auszuschalten, sonst wäre dieser Lachs ein bisschen teurer. Sonst würde ja deine ganze Bude abfangen, aber
davon wollen wir jetzt nicht reden. Also, nicht vergessen, ausschalten. So, und hier seht ihr endlich mal das ganze Ergebnis von der ganzen Plapperei und Getuerei von unserem Tutorial. Und wir sind hier somit auch am Ende angelangt. Ich habe jetzt hier eine Zubereitung mit Reis gemacht. Diese anderen zwei grünen Gerichte, da bevorzuge ich persönlich nicht. Da hat meine Mom einfach mal kurz händig draufgepackt. Ich würde da lieber irgendwas anderes nehmen. Ich würde auch Kartoffeln empfehlen. Bratkartoffeln zum Beispiel, Kartoffelbrei, ach was weiß ich was, andere Beilagen, Toast würde da auch gehen. Man könnte diesen Lachs eigentlich auch nur mit Salat essen, das ist auch eigentlich relativ lecker. Man kann diesen Lachs wirklich auf sehr viele Arten, also dann servieren. Und ihr müsst es nicht mit Reis machen, ihr könnt es aber. Und vielleicht noch Rotwein oder so, ne? Also richtig schön alles zusammen und dann macht sich dieser Lachs auch bezahlt. Dieser Lachs sieht jetzt nicht so schön aus, aber es schmeckt schon relativ gut. Ich habe es mal probiert. Die Panade war halt jetzt noch nicht so krass durch, also lieber diesen Lachs noch ein bisschen länger im Kühlschrank lassen, dass sich diese Panade oder diese Soße mehr sich in diesen Lachs reinzieht und dass dieser Geschmack dann auch viel intensiver wird. Und ja, das ist auch das Ende von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte, bitte einen Daumen hoch. Und wenn nein, dann einen Daumen runter. Aber bitte noch einen Kommentar da lassen, warum ihr da einen Daumen runter gegeben habt und was ich vielleicht nächstes Mal besser machen sollte. Die Gamer-Freunde bitte ich zu entschuldigen, dass ich heute eine Koch-Tutorial rausgehauen habe. Es musste mal sein, irgendwas anderes muss doch mal kommen auf diesem Kanal. Mit Let's Plays mache ich natürlich weiter und mit ganzen anderen Blablabla. Aber es wird in Zukunft auch mal sowas kommen und vielleicht in Zukunft noch was anderes. Also ich werde mal alles hochladen, was mir in diesen Kopf fällt, einfällt. Und ich werde dann auch eine Playlist erstellen von The Feng Kocht und vielleicht auch noch für andere Projekte. Aber wenn euch das gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, Kommentar da lassen und einen Daumen nach oben wäre auch sehr angebracht. Was heißt Daumen nach oben? Ein Abo wäre sehr angebracht. Und deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Video ist doch leider ein bisschen lang geraten. Deswegen sage ich jetzt ciao, ciao, bis zum nächsten Mal bei The Feng.